So, hallo Leute, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich auf dem nächsten Video. Ja, nach längerer Zeit sind wir mal wieder unterwegs. Heute ist es mal wieder am Sonntag ausgegangen zeitlich und der Florian und ich, wir marschieren wieder im Wald, wollen zum See aufsteigen. So als Plan haben wir dann vor, dort oben uns einen Tee zu kochen, einen Fichtennadeltee, und ja, mal schauen, was der Tag sonst noch so bringt. Gut, kommt's mit, bis gleich. Hier haben wir etwas Baumharz. Da ist also der Baum irgendwann einmal verletzt worden und verschließt seine Wunden mit diesem Harz, diesem Baumharz. Und ja, wir wollen heute halt einmal in unserem Fichtennadeltee ein bisschen was von diesem Baumharz zugeben. Da das also auch sehr viele positive gesundheitliche Wirkungen haben soll. Und ja, das wollen wir heute halt einmal probieren. Und ja, nehmen wir uns da eine kleine Menge weg. Das schadet dem Baum nicht, gerade oberflächlich haben wir hier wunderbares, frisches Harz. Ihr seht das da sehr schön. Unten ist noch schön verschlossen. Und ja, das was auf meiner Messerspitze ist, reicht uns vollkommen. Ein wunderbar sauberes Harz mit wenig Schmutz und wenig Dreckeinschlüssen. Also ideal für unseren Tee. So, jetzt haben wir einen Brunnen gefunden und ja, jetzt holen wir uns gleich ganz frisches Wasser für unseren Tee. Das Brunnenwasser ist ja doch immer das Beste und darum schütten wir unser Wasser, was wir von zu Hause mitgenommen haben, weg und füllen unsere Flaschen mit frischem Brunnenwasser auf. Ja, unser Ziel ist erreicht. Wir sind hier oben, da wo jetzt ein See oder normalerweise ein See ist. Ihr seht da diese freie Fläche, die mit Schnee bedeckt ist. Das ist also der See, der jetzt also unter dieser Schneedecke liegt, beziehungsweise das Eis des Sees ist mit Schnee bedeckt. Und ja, da hinten sieht man eine kleine Hütte. Ich schau mal, dass ich es ein bisschen näher herziehe. Ganz versteckt im Wald. Da wollen wir jetzt noch hintermarschieren und uns da hinten bei dieser Hütte dann unseren Fichtennadeltee zubereiten.
Ja, und ganz da hinten, diesen schrägen Hang, den ihr da seht, das ist eine gewaltige Sandreiße. Die sind wir im Sommer mal raufmarschiert und runtergelaufen. Dazu habe ich auch ein eigenes Video dazu eingestellt. Das findet ihr auch hier bei YouTube. So, servus. Hallo, servus. Ja, toll. Hier liegen wir auch nur einen Hundeschlitten hier oben.